Das Leben und das traurige Ende von Ida Lupino. Ida Lupino wurde von der Geschichte nicht gut behandelt. Sie war die Nichte der englischen Musical-Legende Lupino Lane, die später ein Star der Stummfilmkomödie wurde. Ihr Vater war ein berühmter Musical-Künstler und ihre Familie war in Großbritannien bekannt. Während ihrer Blütezeit war sie ein Filmstar und wurde eine der ersten RegisseurInnen in Film und Fernsehen. Sie führte bei mehreren Filmen und über 100 Folgen von Fernsehprogrammen Regie. Sie beschäftigte sich mit der männlichen Hierarchie in Hollywood und überwand den grassierenden Chauvinismus, indem sie zunächst mit ihrem zweiten Ehemann Collier Young unabhängige Filme produzierte. Sie wurde schließlich eine Top-Regisseurin von Filmen, die eine einzigartige Note im Film Noir bevorzugten. In den 1960er Jahren war sie eine produktive Fernsehregisseurin. Lupino war leider eine langjährige Alkohol- und Drogenabhängige, die ihre Karriere zum Scheitern brachte. Sie endete als Einsiedlerin, die schlechte geschäftliche Entscheidungen traf. Sie verkaufte schließlich ein schönes Haus in Brentwood und zog in ein bescheidenes Haus im Tal. Ihre dritte Ehe mit Hawtaff war ziemlich umstritten und endete nach langer Trennung mit einer Scheidung. Sie starb als schwer vergessene Person, nachdem sie viele Jahre als Norma Desmond-Typ gelebt hatte. Der berühmte Fernsehproduzent, Regisseur Bob Finkel, war der Produzent der Oscarverleihung 1972. Er bat Lupino, Moderator zu sein. Als sie bei den Awards ankam, war sie blotto. Sie war betrunken umgefallen. Sie hatte niemanden bei sich. Sie weigerte sich, nach Hause zu gehen, und Bob Finkel geriet in Panik. Er wollte nicht, dass sie sich selbst oder die Auszeichnungen in Verlegenheit brachte. Also sperrte er Ida in eine Besenkammer. Sie schnarchte auf einer Couch in einer Umkleidekabine, also schob er sie in den Schrank und schloss die Tür ab. Er vergaß sie tatsächlich, bis die Show endete. Als er sie endlich holen wollte, schlief sie noch im Schrank. Ein definitiv trauriges Ende einer bemerkenswerten Karriere und ein Pionierfilmemacher, der den Weg für Frauen im Kino geebnet hat. Sie wurde nie erkannt. Keine Ehrenpreise, kein AFI, nada. Eine schreiende Schande und ein tragischer Abschluss ihres Lebens. Ida Lupino wurde am 4. Februar 1918 in London geboren. In den Wochen vor ihrer Geburt im Ersten Weltkrieg hatten deutsche Dreideckerbomben auf die Stadt geregnet, 68 Menschen starben. Der Terror von oben war dichtem Nebel gewichen, von einem Gewitter durchbohrt ein dramatischer Anfang für eine zukünftige Weltklasse-Schauspielerin. Lupino wurde in eine Theaterdynastie hineingeboren, Vater Stanley war eine Musical-Sensation und ihre Vorfahren waren reich an Schauspielern, Tänzern, Sängern, Puppenspielern und Seiltänzern. Der Erfolg von Lupinos Vater, Großvater und Onkel hatte zu einer Familienfreundschaft mit Literaten wie Charles Dickens und Peter Pan, Schöpfer J.M. Barrie geführt, während Edward VII., Sohn der langsitzenden britischen Königin Victoria, den Lupino-Clan, die königliche Familie der Fettfarbe. Da Stanley Lupino als beliebter Entertainer sein Vermögen steigerte, konnte die Familie von einem bescheidenen Haus in Dulwich in eine Tudor-Villa in Streatham umziehen. Ida Lupino wuchs in einem Haus voller theatralischer Erinnerungsstücke auf und sang ihre ersten Lieder mit ihrer jüngeren Schwester und ihren Eltern am Familienklavier. Als Lupino 8 Jahre alt war, reisten ihre Eltern zu einer Tournee durch die Vereinigten Staaten und zu Engagements am Broadway. Während sie und ihre Schwester im Clarence House, einem Internat für Mädchen in Westbrighton, untergebracht waren, schrieb Lupino Theaterstücke, in denen sie auch die Hauptrollen spielte. In den nächsten Jahren reifte Lupino zu einer jungen Frau von bemerkenswerter Schönheit, die sich durch Alabasterhaut und durchdringende blaue Augen auszeichnete. Ihr Filmdebüt gab sie als Statistin in The Love Race 1931 mit ihrem Vater und unter der Regie ihres Cousins Lupino Lane. Ein deutscher Regisseur, der das Set besuchte, hatte ihre Attraktivität bemerkt und ihr eine Rolle in seiner kommenden Produktion angeboten, später schnitt sie eine Szene für sie, weil Lupino hübscher war als seine Hauptdarstellerin. In diesem jungen Alter entschied sich Lupino für eine Ausbildung, anstatt ihre Karriere zu fördern, und schrieb sich an der London Royal Academy of Dramatic Art ein.
In ihrer zweiten Amtszeit wurde sie in einer Produktion von Heartbreak House des Dramatikers George Bernard Shaw selbst besetzt. Wenn sie nicht gerade auftrat oder Technik studierte, begleitete Lupino ihren Vater oft zu Jobs im Elstree Studio, wo sie Stanley Lupino dabei beobachtete, wie er sein Handwerk vor der Kamera perfektionierte. Lupino kehrte mit einer Hauptrolle in Alan Dwan, Herr First Affair, 1932, ins Kino zurück. Die Rolle eines Lolita-artigen Hauswracks war zunächst ihrer Mutter Connie Emerald, dann Mitte 30, zugeschrieben worden. Der 14-jährige Lupino, der Emerald zum Probetraining begleitete, fiel Dwan auf, der sie stattdessen besetzte. Mit ihren blondierten Haaren für ihren Starturn in der Veröffentlichung von Sterling Films wurde Lupino als Engländerin Jean Harlow beworben, doch sie drehte relativ wenige Filme in Großbritannien. Bei Paramount waren Lupinos anfängliche Aufgaben größtenteils anständig. Sie spielte die zweite weibliche Hauptrolle in Henry Hathaway, Peter Ibbotson, 1935, als potenzielles Liebesinteresse an Star Gary Cooper und Louis Milestone, Anything Goes, 1936, als Bing Crosby Shipboard Chippy. Erst als sie Vivian Leigh für die Rolle eines aufbrausenden Cockney-Models in William Wellman The Light That Failed, 1936, neben Ronald Coleman ausmanövrierte, begann Lupino als Schauspielerin mit Gravitation und dramatischen Verdiensten auf sich aufmerksam zu machen. Lupino unterzeichnete einen Vertrag mit Warner Brothers und punktete in einer Reihe von gut aufgenommenen Programmierern. In Raoul Walscher They Drive by Night, 1940, stellt sie sowohl George Raft als auch den baldigen A-List-Star Humphrey Bogart als intrigante Ehefrau eines Lastwagenmagnaten in den Schatten, der von der Lust zum Mörder getrieben wird. In den nächsten Jahren fand sie eine Nische in Schattendramen, die Film-Noir-Thriller der Nachkriegszeit vorwegnahmen, darunter Archie Mayo, Moontide, 1942, mit Jean Gabin und Jean Negulescos, Deep Valley, 1947, mit Dane Clark. Lupino verließ Warners im Jahr 1947. Nachdem sie in Negulescos sengenden Neuer Eintrag, Rothaus, 1948, mitgespielt hatte, versuchte sie, ihr Industriegütesiegel zu verbessern, indem sie sich in die Produktion verlagerte. Mit ihrem zweiten Ehemann, dem Columbia-Produktionsleiter Collier Young, investierte sie Geld in das unabhängige Krimidrama The Judge, 1949, unter der Regie von Elmer Clifton. Als Regisseur Elmer Clifton in der Vorproduktion einen Herzinfarkt erlitt, trat Lupino an seine Stelle und gab ab dem ersten Drehtag im Februar 1949 am Set den Ton an. Da die damals 31-jährige Lupino kein Mitglied der Directors Guild of America war, spielte sie ihre eigene Bedeutung hinter der Kamera von Not Wanted herunter und übertrug die Aufzeichnung auf den kränkelnden Clifton, der offizielle Kredite behielt. Lupino arbeitete schnell und drehte den Film im Guerilla-Stil auf den Straßen von Los Angeles, um die Notwendigkeit und die Kosten für den Bau von Sets zu reduzieren. Obwohl sie nicht die erste weibliche Regisseurin Hollywoods war, war es für eine Frau immer noch neu, bei einem Spielfilm das Sagen zu haben. Der Ruf von Lupino verbreitete sich schnell in den Studios, wobei viele Schauspielerinnen der A-Liste private Vorführungen von Not Wanted forderten. Mit einem Budget von knapp über 150.000 US-Dollar spielte der Film über 1 Million ein. Trotz der offensichtlichen Solidarität, ihren eigenen Vertriebsarm zu gründen, hatten sich Lupino und Collier Young 1951 scheiden lassen. Während Young sich mit Bigamist-Co-Star Joan Fontaine eingelassen hatte, suchte Lupino Trost in den Armen des Schauspielers Howard Duff, zu dem sie die nächsten 30 Jahre verheiratet bleiben. Lupino war berühmt für einen druckvollen, unerschrockenen Regiestil, der als männlich gebrandmarkt wurde, obwohl ihre Ästhetik in vielerlei Hinsicht eine Widerlegung der patriarchalen Perspektive war. Paradoxerweise bot sich Lupinos nächste Gelegenheit, bei einem Spielfilm Regie zu führen, mit der Mädchenschulkomödie The Trouble with Angels, 1966, in der Hayley Mills als Klösterin und Rosalind Russell als ihre autokratische Mutteroberin die Hauptrolle spielten. Obwohl sie Ende des Jahrzehnts mit den Spielfilmen fertig war, arbeitete die alternde Lupino weiterhin erschöpfend in Film und Fernsehen.
Da ihr Aussehen mit dem Alter vergröbert wurde, wurde sie in erdigere Rollen besetzt als solche, die auf Raffinesse hindeuten. 1984 von Duff geschieden, zog Lupino vom modischen Brentwood in das günstigere San Fernando Valley auf der anderen Seite der Hollywood Hills. Sie kämpfte mit langfristigem Alkoholismus und zog sich im Ruhestand zurück und entfremdete sich sogar von ihrer erwachsenen Tochter. Ihr Tod im Juli 1990 traf die ehemalige Schauspielerin hart und ihre letzten Lebensjahre waren geprägt von Depressionen und verschiedenen Krankheiten, darunter eine psychische Verschlechterung, die sich zunächst in einer Erinnerungsschwierigkeit an den Sets von Fernsehsendungen manifestierte. Bei der Diagnose Krebs erlitt sie 1995 einen schweren Schlaganfall und starb am 3. August desselben Jahres im Alter von 77 Jahren in ihrem Haus in Burbank. Auf Wiedersehen legendäre Schauspielerin Ida Lupino.